durch Verzauberung zur Klarheit. Selten habe ich mit so einem wunderschönen Satz angefangen. Und das von einem Mann, Herr Steinhauer. Timo Steinhauer ist heute bei mir, Geschäftsführer vom Varieté hier in Stuttgart. Wie ist es, wenn man da arbeitet, wo andere sich vergnügen? Ganz ehrlich, für mich persönlich der schönste Job der ganzen Welt. Warum? Weil ich konnte einfach mein Hobby wirklich zum Beruf machen. Ich wollte nie selber auf die Bühne, das war eben nicht meins, aber mich hat immer der Zauber davon einfach fasziniert. Dieser Blick hinter die Kulissen, das, was alles eben dazugehört. Und es ist wahnsinnig vielseitig im Theater, vor allen Dingen eben im Varieté. Insofern der schönste Job der ganzen Welt für mich. 2014 sind Sie Geschäftsführer geworden, aber seit 2004 sind Sie schon dabei. Genau. Und Sie haben mir verraten, dieser Anfangssatz, durch Verzauberung zur Klarheit, der stand eingraviert. Früher im alten Varieté, ne? Genau, also seit 94, seit der Eröffnung. Wir haben ja 25 Jahre Friedensbau dieses Mal. Und ich habe diesen Satz gesehen, als ich im Prinzip meine Vorstellung, mein Vorstellungsgespräch im Varieté hier in Stuttgart hatte. Und der hat mich direkt berührt. Und das erlebe ich einfach allabendlich hier bei uns in den Vorstellungen. Wenn die Gäste zu uns kommen, schauen sich 2-3 Stunden die Show halt eben an und gehen wirklich entspannt und mit einem freien Kopf eben nach Hause durch die Verzauberung zur Klarheit. Aber jetzt reden Sie so schön und so blumig und Sie haben ja auch total recht und ich spüre auch diese Liebe zu Ihrem Job, aber dahinter als Geschäftsführer steckt doch bestimmt ganz viel Büroarbeit, ganz viel Ärger mit Künstlern, ganz viel Angestellte, die nicht so funktionieren, wie sie eigentlich funktionieren sollten. Sind Sie jetzt enttäuscht, wenn ich Nein sage? Ist das so? Ist es wirklich auch hinter den Kulissen so? Natürlich gibt es auch mal stressige Tage und wenn wir noch den einen oder anderen Sponsor finden würden, wäre mein Leben auf jeden Fall noch etwas entspannter, das definitiv, aber ansonsten macht es einfach wirklich ganz viel Spaß und ich habe nur tolle Kollegen und meistens nur tolle Künstler. Herr Steinhauer, wir quatschen gleich weiter, wir schalten in meinen ersten Beitrag und sind gleich wieder zurück. Alle, die Sie hier auf der Bühne sehen, sind Studierende der Opernschule an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart. Ihr Niveau ist aber schon extrem hoch. Das bestätigt uns auch Cornelia Rebschläger, die kurz vor der Aufführung noch für den letzten Feinschliff sorgt. Es ist nicht nur unser Gefühl, sondern das wird uns auch extern von Agenten, die zu uns kommen, Vorsingen abnehmen, von Opernintendanten, die auch kommen, bestätigt, dass das Niveau bei uns extrem hoch ist. Die Vorbereitungen für das Stück sind sehr intensiv und die Proben beginnen circa 6 Wochen vor der Premiere. Bernhard Epstein sitzt bei jeder Aufführung im Publikum und entdeckt immer wieder neue Momente für sich. Wo ich genau spüre, wie meine Studierenden auf bestimmte Situationen reagieren, zum Beispiel wenn im Orchester mal was schief geht oder wenn ein Tempo an einem Abend anders ist. Und das ist für mich toll zu sehen, wie inzwischen einige der Studenten auf der Bühne schon so flexibel sind, dass sie mit so einer Situation umgehen können und dadurch natürlich auch für das spätere Berufsleben sehr viel mitnehmen. Die Sparda Bank sponsert die insgesamt 8 Aufführungen im Wilhelmer Theater und gibt somit den Nachwuchsopernsängerinnen und Sängern die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Ein Sprungbrett ist es auf jeden Fall insofern, als sich auch viele Intendanten oder Operndirektoren oder Opernschaffende hier die Vorstellung anhören. Und so kriegen die Studierenden auch dann weitere Aufgaben, vielleicht am Staatstheater oder an einem kleineren Haus in der Umgebung und können sich so einen Namen machen. Das ist natürlich schon eine gute Gelegenheit. Aufgeführt wird übrigens Così fan tutte. In der Oper von Mozart geht es um ein Thema, mit dem wahrscheinlich jeder von uns etwas anfangen kann. Das ist eine große Verwicklungskomödie, aber eigentlich geht es darum, um die Irrwege und um Verwicklungen in der Liebe. Und wird man mit einem Partner sein ganzes Leben lang zusammenbleiben oder nicht? Oder welche Möglichkeiten gibt es in der Liebe alles noch? Leider sind die Vorstellungen für die Oper schon vorbei. Aber es gibt immer wieder tolle Events von der Sparda Bank. Einfach mal auf die Homepage www.spardawelt.de klicken und rumstöbern. Da ist für jeden was dabei. Ja, und wir sind zurück mit Timo Steinhauer. Er ist Geschäftsführer hier im Friedrichsbau Varieté in Stuttgart. Was glauben Sie, ist das Erfolgsgeheimnis? Weil es ist ja gar nicht so einfach,
sich über Wasser zu halten. Wieso funktioniert das? Ich glaube, das Geheimnis liegt daran, dass wir einfach unglaublich viel Vielfalt in unserem Programm anbieten. Varieté bedeutet ja Vielfalt und wir sprechen somit einfach eine ganz, ganz breite Masse an Publikum eben an, die es auch glücklicherweise annehmen. Geben Sie mir mal so einen kleinen Einblick hinter die Kulissen. Wer entscheidet, welcher Künstler wann auftritt? Sind Sie das? Das ist zunächst mal der Ralf Sandes, unser Regisseur. Mhm. Wir besprechen zusammen die Konzepte der jeweiligen Shows und es kommen natürlich auch Vorschläge von mir. Ich reise auch viel rum in Deutschland und schaue mir andere Häuser, andere Künstler eben auch an. Und wenn Sie in Deutschland unterwegs sind, was ist die Meinung der anderen über das Stuttgarter Varieté? Da kann ich, glaube ich, wirklich mit Stolz sagen, dass wir einen großen Teil dazu beigetragen haben, dass Varieté heutzutage das ist, was es ist. Man hat damals reguläre Nummernrevuen gespielt. Also es gab einen Ansager, der hat den nächsten artistischen Act angesagt. Danach kam der Ansager wieder. Und seit 2007 ist eben Ralf bei uns künstlerischer Leiter und hat damit eigentlich gebrochen und hat jeder Show ein eigenes Motto eben gegeben. Mhm. Und wir waren da schon Vorreiter in der Szene mit, muss ich sagen. Also wir haben auch immer wieder mal andere Varieté- oder Theatermacher bei uns hier in den Shows sitzen, die schauen mal, was der Friedensbau in Stuttgart so treibt. Und das zeigt, dass wir hier einen guten Job machen und dass in Stuttgart auch einfach diese kreative Energie sitzt und man da auch neue Wege gehen kann. Also Stuttgart kann auch mehr als nur Autos. Wunderbar. Wir quatschen gleich weiter, schalten ganz kurz weg und sind gleich zurück. Ja, und wir sind immer noch im Friedrichsbau-Varieté hier in Stuttgart mit dem Geschäftsführer Timo Steinhauer. Und Sie haben das ganz am Anfang mal angesprochen, 25-jähriges Jubiläum. Das ist, aber Sie sind stolz, gell? Ich sehe das schon in Ihren Augen, das glitzert. Das ist schon Wahnsinn, oder? Wenn man das überlegt. Und ich habe eine schöne Zahl gelesen. 1,7 Millionen Jacken wurden in der Zeit hier aufgehängt, in diesen 25 Jahren. Das fand ich sehr beeindruckend. Was finden Sie an diesen 25 Jahren so beeindruckend? Was für mich total schön ist, ich habe mir im Kopf eigentlich so eine Art kleines Sammelalbum angelegt. Also es gibt fast in jeder Show, die wir hier auf der Bühne zeigen, wie kleine Lieblingsmomente. Und Herr Steinhauer, wir müssen mal aufklären. Eben saßen wir noch auf der Treppe, jetzt sind wir auf diesen wunderschönen roten Stühlen. Das war ein Geschenk zum Jubiläum. Sozusagen, genau. Also die Vorgängerstühle sozusagen, die hatten mittlerweile auch dann eben 25 Jahre auf dem Buckel. Und wir haben da eine Charity-Aktion ins Leben gerufen, haben 300 Personen gesucht, die uns jeweils 100 Euro für einen Stuhl sozusagen halt eben spenden. Da war der Zuspruch ganz, ganz immens. Da haben wir uns unglaublich drüber gefreut und somit konnten wir jetzt rechtzeitig uns fürs 25-jährige Jubiläum rausputzen und haben jetzt 300 Stühle hier im Saal mit rotem Bezug und goldenem Gestänge. Und ich kann ja mal sagen, ne, die sind irre bequem. Also hier kann man einen Abend wirklich drauf aushalten. Das war eine gute Geschichte. Die Gäste wollen auch nach der Show gar nicht mehr raus. Wir schalten noch mal in meinen nächsten Beitrag, sind dann gleich wieder zurück und ja, ich hoffe, Sie natürlich auch. Das ist der Profi und er tritt gegen mich den Laien an. Wir haben hier knapp 200 Steinchen und wir versuchen jetzt, einen Drachen zu bauen, Herr Becker, und gucken dann mal, wer den schöneren gemacht hat. Und währenddessen quatschen wir natürlich ein bisschen. So, wir sind hier auf der Lego-Ausstellung in Ludwigsburg. Ne? Meine Frage ist, Sie sind hier der Oberklötzlebauer. Wie wird man sowas? Durch Erfahrung und durch ganz viele Lego-Steine daheim. Hey, Sie haben ein Steinchen geklaut, das wollte ich haben. Da ist es nochmal. Danke. Ich habe mich gefragt, bauen Sie hier diese ganzen Sachen, die wir in der Ausstellung sehen, nach Gefühl oder gibt es Anleitungen? Anleitung gar nicht, weil das ist ja einfach, das kann ja jedes Kind mehr oder weniger, bös gesagt. Man hat Erfahrungswerte natürlich, was man aus den Lego-Steinen machen kann, das kommt einfach mit der Zeit. Können Sie mir mal ein paar Zahlen und Fakten nennen? Wie viele Steinchen sind hier verbaut? Wie viel Geld ist das, was hier im Raum verbaut ist? Das verraten wir lieber nicht, sonst fangen die Leute an. Hier. Es sind auf jeden Fall weit über eine 500.000 Steine hier drin verbaut. Über 2000 Lego-Figuren wimmeln überall rum. Und der Materialwert ist unschätzbar. Also das sind locker 2-3 Mittelklassewagen. Also die hier verbaut sind. Die hier an Lego-Steinen verbaut sind, ja. Unglaublich. Ja. So, unsere Drachen sind fertig. So sieht meine aus. Okay, ein großer, ich würde sagen, ein feuerspuckender Drache. Oder? Richtig, meiner spuckt Feuer. Meiner ist ein bisschen friedlicher und kann mit den Armen wackeln hier. Sehr Aber schön. Sind beide sehr schön. Und vor allen Dingen, Sie geben ja tatsächlich hier auch Kurse. Das heißt, man kann lernen, wie man am geschicktesten was baut. Genau. Und da würde ich sagen, gehen wir zusammen jetzt mal in eins von Ihren Kursen. Das machen wir. Wir fangen jetzt mal ganz einfach an für alle. Nehmt euch einfach mal einen breiten Stein, macht den auf die Platte drauf. Und das Schöne ist ja,
wenn ihr daheim Lego spielt, dann spielt ihr ja mit den großen Bauklötzen und baut einfach Wände. Und das ganze Kleinzeug bleibt unten in der Lego-Kiste und keiner benutzt es. Und jetzt zeigen wir einfach mal, was man aus diesem wunderschönen Kleinzeug alles machen kann. Daniel, was ist denn das Tolle gerade am Lego-Bauen? Also, dass man frei bauen kann halt. Und macht es dir viel Spaß? Ja. Und wie stellt sich deine Mama an? Auch gut. Wieso sind Sie heute Morgen hier in den Kurs mit Ihrem Sohn gekommen? Also ich finde das halt gut, dass es auch Kreativität fördert, weil zu Hause hat man halt immer nur so fertige Lego-Sets und da muss man Schritt nach Schritt bauen. Und er möchte jetzt inzwischen auch was Eigenes bauen. Und das ist hier ganz toll, weil man hier das auch zeigt, wie es geht. Was hat der Lego-Kurs bis jetzt gebracht? Es war sehr interessant hier zu sehen, was für Mengen an Lego-Steine es gibt. Und natürlich sehe ich jetzt meine Kinder, die sind total begeistert. Ja. Wird jetzt zu Hause Lego angeschafft? Das haben wir schon. Noch mehr? Weiß ich noch nicht. Wie stellt sich der Kurs so an? Sind sie alle talentiert? Ja, natürlich. Die haben ja alle schon Lego daheim und wissen schon damit umzugehen. Wer darf denn in diese Lego-Kurse kommen? Die Kurse sind ab 7 Jahren offiziell und ab 11 Jahren dürfen die Kinder dann auch ohne Begleitung kommen. Wobei wir es immer sehr schön finden, wenn die Eltern mitbauen, gerade dieses Eltern-Kind-Bauen, lernen beide voneinander. Und wer kann denn besser bauen? Wirklich die Kinder oder sind es die Erwachsenen? Die Kinder sind kreativer, die Eltern etwas strukturierter. Und wenn wir mal kurz eine Drehpause machen, legt selbst mein Kameramann die Kamera hin und spielt ein bisschen Lego. Ja, und so sieht das dann aus, wenn man eine Dreiviertelstunde lang professionell einen Lego-Kurs belegt hat. Ich finde, das kann sich alles sehr sehen lassen. Wenn Sie auch mal Lust haben, bis zum 31. März ist die Lego-Ausstellung und die Kurse hier noch im Schloss Ludwigsburg. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Und Daniel, bei dir sieht es so gemütlich aus. Darf ich bei dir einziehen? Ja. Herr Steinhauer, wir sind am Ende. Und meine Sendung endet immer, ja, ich bin auch ganz traurig. Es geht immer so schnell, ne? Wenn Sie bleiben einfach noch ein bisschen. Ja, sehr gerne, aber vorher haben wir unsere Veranstaltungstipps raus, so endet meine Sendung. Und ihr dürft sie jetzt bitte direkt in die Kamera sagen. Ja, ich empfehle die Pink Floyd Show bei unseren Nachbarn, dem Theaterhaus, am 21. Februar. Wunderbar. Und mein Tipp ist, ein bisschen Fastnet muss natürlich sein. Am 23. Februar ist die Karnevalssitzung der Gesellschaft Zigeunerinsel. Da sollten Sie auf jeden Fall vorbeischauen. Alles Gute. Vielen Dank. Ich freue mich, wenn wir dann wieder in 25 Jahren hier zusammensitzen und über das 50-jährige Jubiläum sprechen. Ich auch. Aber jetzt feiern wir erstmal 25-jähriges Jubiläum. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns nicht in 25 Jahren, sondern nächste Woche wieder. Bis dahin alles Gute und tschüss.